Danke, Kleiner. De nada. Das ist so cool. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Theos Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber lassen Sie etwas Platz für den Nord. Man weiß ja nie. Jetzt und somit herzlich willkommen zu Let's Play Spider-Man Miles Morales. Hey Pete, ich bin gleich da. Habe ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen noch. Fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher gestopft haben. Hoffentlich. Okay. Ich komm näher. Bin gleich da. Ich sag Mom, dass ich später komme. Miles, Ketal, hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Ich schau noch mal woanders. Oh, danke. Und geh nicht nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja. Gute Idee. Bis später, Mom. Nein, sowas würden wir niemals machen. Mich macht das auch total fertig. So, und jetzt nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Spider-Man Miles Morales. Und somit auch das erste Let's Play auf diesem Kanal. Ich habe mich mega auf das Game gefreut. Ich durfte es jetzt auch schon die Tage ein bisschen anzocken. Und es ist ein sehr nices Game. Aber, ja. Bleib cool. Jetzt habe ich richtig Bock, das auch anzuzocken. Leider bis jetzt nur auf der PS4. Aber vielleicht auch schon bald auf der PS5. Und jetzt sind wir wieder mal ruhig. Ich brauche noch etwas Treibstoff. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Let's go. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Doc Ock's Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture. Vielleicht Scorpion. Vielleicht jemand Größeres? Okay, wir haben ein Problem. Oh, wer könnte das nur sein? Warte, Miles, lass mich. Ich schaff das, Pete. Keine Sorge. Miles nicht! Das ist sicher. Ach, Miles. Das Gewicht zieht mich mit. Miles, Miles, Miles. Was tust du da? Und wie es unten ist. Durchhalten, Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay, wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben.
Rhino. Sehr episch. Und die Steuerung kommt uns natürlich bekannt vor. Wir haben ja auch das Vorgängerspiel durchgespielt. Also nichts Neues. Scheint gut zu laufen. Wie gesagt, ich habe mich sehr auf das Game gefreut. Freue mich, dass es endlich da ist. Und auch somit, ich freue mich natürlich auch, dass das erste Game ist, was ich auf diesem Kanal Let's Playen kann. Ich muss Pete helfen. Ich muss die Kontrolle zurückerlangen. Boah. Toller Wurf. Machst du Sport? Ernsthaft, du bist der Topform. Echt? Ich warte auf die große Karriere. Was macht die Straße, Spider-Man? Ganz ehrlich? Irgendwie erschreckend. Und die noch? Dann sind wir fertig. Die Abouts bekommen, die hauen ab. Aber die kriegen wir noch. Oder vielleicht auch nicht. Ihr sagt es. Gut scheint es nicht zu sein. Man muss echt sagen, die Grafik auf der PS4 ist zwar nicht besser geworden zu dem Vorgängerspiel, aber die Stadt sieht um einiges schicker aus irgendwie. Vielleicht auch wegen diesem Weihnachtsfeeling. Aber irgendwie sieht das Spiel nochmal ein bisschen lebendiger aus, ein bisschen schicker. Und da freue ich mich auch bald auf die PS5-Version, die dann auch mit der Bitrate nochmal ein bisschen schöner und besser laufen wird. War sehr, sehr episch auf jeden Fall. Sehr epischer Einstieg. Ich habe überlegt, bis auf den PS5-Release zu warten. Aber dann dachte ich, ich will es ein bisschen früher spielen und deswegen jetzt nur auf der PS4. Aber bald ist es soweit. Dann gibt's das auch auf der PS5. Beziehungsweise dann habe ich vielleicht auch bald meine PS5. Boah, sehr episch. Ein altbekannter J. Jonah. Vielleicht. Er ist eine Schwachköpfige. Hey Jonah, siehst gut aus. Sehr feste
Plage an den Schwachen! Tückische Plage! So übt er also seine Texte. Jetzt haben wir es endlich erfahren. Hey, Mom. Ja, Kokosmilch. Danach suche ich immer noch. Ist ein echtes Abenteuer. Kennst du? Ja, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen. Mir, Amiko, bitte nicht an. Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Sima, te quiero mucho. Hab mich auf. Jetzt oder niemals. Wir müssen ihn stoppen. So, Miles, jetzt volle Konzentration. Wir müssen ihn erledigen. Schnell! Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf. Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Oh. Pete, bist du okay? Nein. Oh nein, 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 nein! Alles klar. Ich hab ihn. Bin gleich da. Mach dich bereit. Hat er ihn. Okay. Ja. Gib mir eine Minute. Leider nicht ganz. Aber kein Problem für die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Finisher Move. Das kennen wir natürlich und das kennen auch die Leute, die auch die Arkham-Serie gespielt haben, die Batman-Spiele. Kommen vom Kampfsystem her sehr, sehr ans Spider-Man-Game ran. Beziehungsweise sind dem Spider-Man-Game sehr, sehr ähnlich. Und macht auch natürlich sehr, sehr viel Spaß. Hier natürlich alles ein bisschen schneller als bei Batman. Denn Spider-Man hat natürlich auch mehr Kräfte als Batman. So. Wo geht's jetzt hin? Jetzt gibt's Ärger. Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Oh, der ist doch gut. Miles, verschwinde hier. Da hat er gleich einen neuen gefunden. Da sehen wir es wieder. Miles im Vergleich zu Spider-Man. Natürlich mit der Elektro-Attacke. Die wir dann auch gleich anwenden dürfen. Du überlebst und dein Mentor stirbt.
Hätte das gedacht. Du verwendest Wörter, die länger sind als Krach und Boom. Wer hätte das gedacht? Na, das hau doch. Das hau doch rein. Boah. Aber trotzdem nicht so einfach, gegen den Großen zu kämpfen. Da wird doch Rhino sauer. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Freund von dieser deutschen Synchro. Ich finde die englische Synchro noch mal ein Stück besser. Auch bei Rhino merkt man das. Ich habe mir letztens, wo ich das Spiel angespielt habe, wo es da war, habe ich mit der englischen Synchro gespielt. Und da war es um einiges besser. Auch was die Stimme von Rhino angeht. Langfristig gesehen werde ich es wahrscheinlich auf Englisch stellen müssen hier beim Let's Play. Mit deutschen Untertiteln. Aber es sind Welten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Ob ihr die deutsche Synchro besser findet. Oder ob ihr auch der gleichen Meinung seid, dass die englische Synchro deutlich, deutlich besser ist. Ich finde insbesondere bei Nebencharakteren merkt man das sehr stark. Das war's. Lebst du noch? So halb. Jungs? Wow. Echt? Wow. Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Sorry. Unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Na, dann passt das ja. Ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Kein Problem, immer wieder gern. Rhino ausschalten? Alleine? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Oh ja. Danke. Aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Das werden wir noch sehen. Er hat recht. Verschwinden wir und überlassen das der Polizei. Also, ja. Danke. Ja, okay. Der Typ kommt mir nicht ganz koscher rüber. Kommt mir irgendwie ein bisschen merkwürdig vor. Ich glaube, so von seinem Auftreten her, dass er noch ein Bösewicht wird. Und ich habe da auch was im Internet in die Richtung gesehen. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ah, was haltet ihr von dem neuen Aussehen von Peter Parker? Ich weiß nicht. Ich fand dem alten vom PS4-Spiel ein bisschen besser. Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Den Spidey-Eid. Okay.
Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Er schwört. There was it. Ist das ein echter Eid? Natürlich. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Niemals, Peter. Dann bist du nicht Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht. The city laid in my head a pedestal. Shining on a marvelous alone for those on the game. They know the truth. So nice. More pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reason when I see you. Epische Mucke. Damit kennen wir uns raus. Skilltree. So. Ich glaube. Hier nochmal zu den Charakteren. Miles Morales, 1,73 Meter, 64 Kilogramm groß und 17 Jahre alt. Geburtsort Brooklyn, New York. Beruf Schüler an der Brooklyn Visions Academy. Ehrenamtlicher Helfer bei Fist Nord. Okay. Pseudonym Spider-Man. Geil. Dann natürlich seine Mutter, 1,70 Meter, ein bisschen kleiner als Miles, 64 Kilogramm und 42 Jahre alt. Relativ jung. Peter Parker, 1,78 Meter groß, 76 Kilogramm und 24 Jahre alt. Ganz schön viele Synonyme. Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, Spinnenkopf und Netzschwinger. So, Miles verstorbener Vater, wenn ihr euch erinnert, oder das Game von der PS4 durchgespielt habt. 66 Kilogramm, Alter 44 und Größe 1,28 Meter. Missionen haben wir noch keine. Das hier ist übrigens die neue Karte. Ich glaube eigentlich genau die gleiche wie beim Vorgängerspiel. Und jetzt... von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Definitiv eine Spinnensache. Und definitiv besser als ein Horn. Oh, das klingt echt spannend. Bin gleich da. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Was könnte es nur sein? Was könnte es nur sein? Ich gebe Deckung. Ein Kostüm? Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Spidey-Anzug. So gefällt uns das doch. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Übrigens, wir haben auch schon ein paar Anzüge freigeschaltet, dadurch, dass wir die Vorbestellerversion haben. Hier kennt ihr, wer den Film Spider-Man Into the Spider-Verse geschaut hat. Finde ich auch sehr nice. Oder der hier. Track-Anzug. Ist komplett anders. Doch zu Anfang bleiben wir erstmal bei dem hier. Und Fähigkeiten gibt's auch. Das hier sind die Comic-Fähigkeiten. Also von Spider-Verse, da kann man einstellen, dass Peter zum Beispiel nur in
also Spider-Man 39 FPS dargestellt wird. Aber ich finde das nicht so nice. Oder hier, wenn man das hier anschaltet, dann ja, sieht man so Visual Effects halt, wenn der schlägt. Das ist die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. So. Jetzt geht's weiter. Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Rüber. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt wegen ein paar Ehren-Superhelden. Könnte das nur gewesen sein? Oh, von denen hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hart mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonniert Danicast, neuer Lieblingspodcast. Miles ist auf jeden Fall viel positiver unterwegs als Peter. Und da sollte unser Treffpunkt sein. Peter hat ja so einiges vorbereitet. Miles, freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jedes auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Da sind wir mal gespannt. Oh, ich bin bereit. Zuerst Luftkampf. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jetzt mein Lieblingsmove. Der Schwungtritt. Diese Holotechnologie ist top. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Noch eine Spider-Fertigkeit. Entwaffnung. Das war nicht schwer. Es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doppeleffekt. Okay, ja. Der Hammer. Das kennen wir natürlich alles von den Vorgängerspielen. Das ist nichts Neues. Was ist jetzt? Das kennen wir doch. So, das sollte doch kein Problem für ein echter Spider-Man sein. Oder vielleicht doch? Nice. Kein Problem, Pete. Das kriegen wir doch gut hin. Zack. Und das ist dein Bingo. Das scheint doch was nicht zu stimmen. Tonnen von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh shit. Spider-Man, holt ihn euch und dann das Zeug. Wollt ihr euch welche einfangen? Ja? Okay, dann los. Schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug. Das wird uns ein Vermögen einbringen.
dass ihr wisst, dass es das wollte ich nicht machen. Und ihr seid keine Vertragspartner. Das wollte ich machen. Sehr nice Fähigkeit. Man muss auch sagen, zum Vorgängerspiel lässt sich Miles ein bisschen einfacher steuern. Beziehungsweise die Gegner zu besiegen ist ein bisschen einfacher. Da der einfach diese Elektrofähigkeit hat und bei Notsituationen. Bei Notsituationen kann er einfach seine Elektrofähigkeit anwenden. Was ist hier los, Pete? Da ist doch was kaputt. Colonel Panic. Ich setz das BIOS zurück. Super, das war's schon. Miles scheint auch sich sehr gut mit Computern auszukennen. Und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Sehr nice. Hey, ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ja, ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Venomkraft. So wie bei dem Comics. Doch, falls ihr denkt, das hat was mit Venom zu tun, also dem Spider-Man-Gegner, der Symbiont, das hat nichts damit zu tun. Die heißt einfach nur so. Hat aber mit dem eigentlichen Venom nichts am Hut. So. Bin ich mal gespannt, was uns hier so wartet. Sieht erstmal gut aus. Nicht zu sehen. Hallo, ich bin Simon Krieger. Und wir stehen hier der Weirdo. Einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Simon, wie ist das möglich? Lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet, angetrieben von Nuform. Roxxon. Roxxon. Wir sind für sie da. Die sind für uns da. Was war das? Was war das denn? Gehen wir erstmal nachschauen. Es ist niemand zu sehen. Ist wohl einer eingebrochen. Ist kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Nach Nuform gesucht. Was hatten sie nur da? Sehr schön. Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Was für eine Technologie. Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Gute Nacht. Gute Nacht. Mit meiner Venom
Kraft kann ich sie verlangsamen. Oh. Ist mir auch aufgefallen, bei dem Game haben die jetzt, also kann man ganz schön viel kaputt machen. Ich glaube nochmal an der PS4 wird es noch krasser. Schon allein wegen der Grafik, da freue ich mich doch einfach schon. Mach euch fertig. Ah. Es war ein Einbruch. Übrigens, man hat diese Gang, nenne ich sie jetzt mal, hat man ja schon im Trailer gesehen gehabt. Und wer sich ein bisschen mit den Comics auskennt, kann das auch zuordnen. Ich habe mich da ein bisschen durchgelesen. Und zwar geht es hier um den Tinkerer. Zur Erklärung, der Tinkerer ist eigentlich ein R gewesen. In dem Game scheint es eine Sie zu sein. Und sie erstellt... Also, Tinkerer ist ein Schurke eigentlich in den Comics und der hat, ja, super Waffen erstellt für die meisten Spider-Man-Bösewichte. Zum Beispiel von Dr. Octavius hat er in den Comics Octavius ist ein schlechtes Beispiel. Aber der hat auf jeden Fall in manchen Comics für die Super-Schurken die Waffen entwickelt, gebaut, erfunden, verbessert und ja. Hier in dem Game scheint es eine Sie zu sein. Ja. Und sie hat eine Gang. Hat aber auch super Waffen für die erfunden. Aber mehr dazu werden wir im Laufe des Games erfahren. Bin ich auch gespannt, die sich hier für eine Story ausgedacht hat. Na. Ah, können wir uns heilen. Nice. Tinkerer, da haben wir es gehört. Ah, da ist noch ein. Boah. Das finde ich manchmal scheiße, obwohl man auf Ausweichen gedrückt hat. Wird man trotzdem von den Gegnern getroffen. Wenn ich das gleiche finde wie sie, weiß ich, wo sie zuschlagen. So, hier geht's weiter. Sie verfolgen Nuform-Lieferung. Aber warum? Warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Die Details sind ganz nice. Man sieht, sein Anzug nutzt sich ein bisschen ab, geht kaputt. Hier hat man es gesehen. Im Laufe des Spiels. Das Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe. Geht sein Anzug nach und nach kaputt. Das wird ganz. Das finde ich einen ganz coolen Detail. Ganz cooles Detail, so jetzt habe ich's. Und ab nach Hause meins. Fresh.
Miles Fresh. Das scheint sein Zimmer zu sein. Können wir uns hier mal kurz durchgucken? Fangen wir hier mal an. Der Fernseher ist so alt wie Abuela. Ich dachte, bei mir im Hintergrund, hier im Zimmer läuft Musik. Aber das ist einfach vom Game. Er hat am Ende geheult. Okay, ich auch. Amor vida engaño. Ein bisschen Spanisch kann ich. Amor heißt Liebe, vida heißt Leben. Und engaño kann ich jetzt nicht gewinnen oder so. Ich weiß es nicht. Wer sich mit Spanisch auskennt, darf das gerne in die Kommentare schreiben. Ein paar Wochen bleibt. Wir werden ein paar Nachtschichten einlegen müssen. Ah ja, Genki kennt man auch von den Comics. Genki ist sein asiatischen besten Freund. So. Ja. Spider-Man-Entwürfe. Cool. Was gibt's hier? Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Na, fangen wir erstmal hier an. Mit dem Bild. Aus der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Nice. Mal sehen, woran Genki arbeitet. Oh, Speed Nonagon. Kann kaum erwarten, dass es fertig ist. Hier warten immer noch Sachen von Abuela auf ihre Reise nach Puerto Rico. So, ich glaube, wir haben alles. Kann man das hier nochmal angucken, oder was? Umdrehen. Ah. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet der Highschool in der allerwertesten... Digga. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet der Highschool in den allerwertesten treten. Rick. Jetzt hab ich's. Mal sehen, wo Mom und Genki sind. Endlich in der Küche. So, das war doch alles jetzt. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ja, heute habe ich es nicht so mit der Sprache, nicht? Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Ach, Nadja. Kein Problem. Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Micho. Hallo? Du musst schasseln. Nadja, haben wir schon die Genehmigung? Ja, ein bisschen gekleckert ist gut. 15 Jahre in Brooklyn ohne einen Fleck. Und dann kommt Harlem. Vielleicht ein Zeichen. Keine Platten. Hey, Mom, wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke. Ich dachte, wir hätten die Formulare schon unterschrieben. Nein. Miles läuft einfach mit Schuhen in der Wohnung rum. Vielleicht können wir uns hier nochmal umschauen. Ja, funktioniert. Ich dusche dreimal so oft, seit ich mit diesem Heldending angefangen habe. Haare sind okay, oder? Fresh Miles. Wie viele Leute werden morgen erwartet? Das sah irgendwie cool aus. So, als wären da Regentropfen auf seiner. Ist das auch so? Nee. Komisch. Komischer Effekt. Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Hey, diese Tapete ist so typisch Abuela. Vielleicht können wir nochmal mit Genki reden. Bevor ich's vergesse. Danke, dass ich die Ferien über hier bleiben kann. Jederzeit, Mann. Gefällt's deinen Eltern auf Hawaii? Sie haben mich vorhin vom Gipfel des Haleakala aus angerufen. Also geht's ihnen wohl gut. Ich wollte Weihnachten in New York nicht verpassen. Nein, das ist die schönste Zeit des Jahres. Hab ich doch gesagt. Mama hat hunderte davon bestellt, weil Dad in einem Artikel erwähnt wurde. Wer ist Spider-Man?
Wenn du wüsstest, Mom. Was ist das? Muss beim Umzug hier gelandet sein. Was ist das? Der ins alten Fallakten. Wer ist der Prowler? Ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Prowler. Übrigens, wer... Rathaus nicht angefasst. Wer Spider-Man To the Spider-Verse geschaut hat, weiß vielleicht, wer Prowler ist. Wenn ihr eine Vermutung habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Also. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Bleichborax. Borax mit Bleiche. Was gibt's für uns, DJ? Die beste Platte aller Zeiten. Das ist perfekt. Perfekt. Stilvoll. Als ich klein war, mochtest du Jazz nicht. Dein Dad änderte meine Meinung. Was soll ich sonst noch machen? Und Licht am Baum wäre perfekt. Tut mir leid, Nadja, bin wieder da. Licht am Baum. Gerne, gerne doch. Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Absolut. Er hat das Ding geliebt. Nichts ist wie ein echtes Brooklyn-Weihnachten. Das hat er immer gesagt. Die Klinge ist schon ewig kaputt. Miles, machst du das bitte? Natürlich. Na klar doch. Mams Kandidatur für den Stadtrat ging schnell. Hier ist doch die Tür. Finn? Hey, die Klingel geht wieder. Ja, Finn war die vom Bild. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung, wie schön. Morales. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. Hi. Finn? Mein Meister. Genki, mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki, das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nie wir. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Synchron. Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Also. Dann kontrollieren wir mal die Sicherung. Ich schwöre, das hat nichts mit der Klingelreparatur zu tun. Das dachte ich auch nicht. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Dass Miles keine Angst hat, dass man ihn sieht? Sind noch andere Gebäude dunkel? Leute auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. In Straßen scheint auch keiner zu sein. Sieht mich hier oben niemand. Ah doch, da ist jemand. Dass sie ihn nicht sieht. Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Ob Miles draußen was machen kann? Hoffentlich. Die Warmhalteplatte. Also vielleicht merkt ihr es. Die Stelle habe ich schon mal durchgespielt. Deswegen weiß ich auch ein bisschen, was ich machen muss. Zack. Und heute werden wir auch bis zu dem Punkt Let's Playen, bis ich gespielt habe. Heute wird es ein bisschen länger gehen. Normal werde ich es wahrscheinlich so... Ja, ich denke so... 20 Minuten Folgen machen. So 30 Minuten Folgen. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment! Wie wär's mit einem Foto? Das habe ich nicht verstanden. Wieso geht er nicht ganz normal rein? Er muss... Das ist doch viel zu auffällig. Viel zu auffällig, was er gerade macht. Alle nah zusammen. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, hey, Miles. Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Riecht gut. Kommt man richtig in Weihnachtsstimmung. Thank you.
Finn, erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotikclub? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss. Ja, kommt mir auch ein bisschen verdächtig vor, muss ich sagen. Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Also zur Erinnerung, das war das ja vom Anfang. Stimme, falls dir das nicht klar ist. wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Also, was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hast es. Nee. Das ist deine Ich hasse es, aber ich sag's nicht Stimme. Nein, Ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant und ein Friseur und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine nur wir beide. Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Das steht auf sie. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genau. Mal jetzt mega weird einfach. Oh Mann. Sehr wortgewandt. Sehr, sehr wortgewandt. Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS, sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plugin-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Auf geht's. Okay. Ihr seht vielleicht wieder, der Anzug hat sich von alleine repariert. Magie. Nach links wischen. Willkommen bei Freunden. Das war rechts. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da. Jemand bittet um Hilfe. Anfrage kam. So. Das war's. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein.
Ich gehe zur U-Bahn-Station. So. Bis hierhin habe ich durchgespielt und bis hierhin wird auch die erste Folge gehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Abonniert, wenn ihr Bock habt. Die Tage werden dann auch die zweite und dritte Folge folgen. Und ja, ich habe richtig Bock drauf. Spider-Man. Miles Morales zu Let's Playen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Achso, ja, noch kleiner Hinweis. Ich streame auch auf Twitch. Also, wenn ihr Bock habt, unten in die Kommentare. Unten in den Kommentaren ist mein Twitch-Account verlinkt. Dort spiele ich Fall Guys, Among Us mit Kollegen, Call of Duty. Wie heißt das denn? Call of Duty Cold War seit neuestem. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Mich würde es freuen. Und somit, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei der zweiten Folge von Spider-Man Miles Morales. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dann. Und ciao.